So, Lalle, Bastelzeit und heute mal wieder was so aus der Industrieecke. Ja, da ist irgendwie was durchgetickert und äh, wenn der Materialpreis schon so aussieht, als ob er höher ist als das, was man bezahlt, dann schlägt man mal zu. Ne? Ja, ich habe dieses Ding hier ergattert. Offensichtlich irgendeine Steuerung von, äh, für eine Tür. Und Im Prinzip nur zwei Knöpfe. Einmal hier Zutritt anfordern Tür 1. Das ist ein Knopf zum Drücken und ich schätze mal, den kann man auch beleuchten. Und darunter ein Nicht-Abschalten, weil Notaus wäre ja mit Minus. Naja, das hat so ein klassischer Pilz-Knopf-Dings, den kann man reindrücken, bleibt dann drin. Und durch Drehen kann man wieder entriegeln. Das Ganze lässt sich hier auch nicht abschrauben, sieht also halbwegs fest aus. Auch sonst, ja, bin mir nicht sicher. Ne, da sind, da sind Lücken, also wahrscheinlich eher nicht wasserfest oder sowas. Ähm, Hersteller Siemens, also deutsche Markenware und so weiter. Ansonsten nicht viel zu sehen. Vier Schrauben zum zerlegen und auf der Rückseite haben wir nochmal die Info, dass das von Siemens ist. 3SB38, made in Germany. 83x71 und hier hinten sind irgendwie noch so ein paar Schrauben drin, drei Stück. Ich schätze mal, damit war das Original fest. Außerdem hat einer das Kabel abgeschnitten. Das heißt, zum einen, wir haben hier noch die Tülle dran. WX1-Tür 1. Und was mich so ein bisschen wundert, naja, was haben wir hier? Wir haben einen Taster, wir haben eventuell eine Lampe und noch einen Schalter. Also sagen wir mal, wenn ich hochkomme, vielleicht 2, 4, 6, vielleicht 8 Drähte. Naja, guckt mal hier rein. Das Ding hat irgendwie ein paar mehr Äderchen. Keine Ahnung, was da los ist. Aber das ist irgendwie... Viel. Na gut, ähm, gucken wir einfach mal rein. Ich habe jetzt kein direktes Projekt, aber hey, irgendwas wird sich bestimmt finden. Ähm, gucken wir mal. Wir können hier das direkt mal losdrehen. Und ja, ich weiß, das ist auch der falsche Schraubendreher dafür. Auch wenn er schon in die richtige Richtung geht. Das sind diese, äh, wie heißen die eigentlich? SLS oder so? Im Prinzip eine Kombination aus Schlitz und Kreuz. Ich habe jetzt nur den großen davon, weil den braucht man halt schon mal irgendwie, wenn man da Testaufbauten mit Sicherungsautomaten oder so macht. Hier jetzt wahrscheinlich auch ein kleinerer getan. Aber so oder so, solange wir es aufschrauben können, ist das halt ja gut. Und das wollten wir hinkriegen. Also, Moment der Wahrheit und. Ui. Okay. Ein äh, bisschen hängt es noch, aber ich denke, wir können erkennen, was, was zum. Was man da gemacht hat. Ich sehe ein paar Sachen, die gut sein könnten und ein paar, die äh, ja sind. Ah, okay. I see, I see, I see. Es sind also tatsächlich irgendwie hier 2, 4 und hier unten hat man drei Kontakte. Okay. Normally closed. Plus, wir haben hier jede Menge von den Kabeln einfach oben mit Isoband zusammengebunden. Das erklärt dann auch, ähm, wieso wir da so viele Drähtchen haben. Ja, sie werden gar nicht benutzt, sie hängen einfach nur hier drin. Ansonsten sieht halbwegs sauber aus, hier im Inneren kein Dreck oder so reingekommen. Wir haben auch hier eine, eine Dichtung außenrum. Das könnte sogar eine richtige Gummidichtung sein, oder? mal schauen hier. Ja, das ist tatsächlich eine Gummidichtung. Okay, nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich würde eher davon ausgehen, dass hier die nicht ganz so geratet sind. Mal gucken. Steht denn hier eine Typennummer drauf? Ja, tun sie. Ähm. Ah, was haben wir denn hier? Das hier oben ist eine oh, ZBE 101 von Telemechanik. Telemechanik müsste ich jetzt gucken, die wurden aufgekauft, das weiß ich noch. Ich glaube, das ist jetzt Schneider oder Eaton, irgendeiner von den großen. Ich blends unten gleich ein. Was haben wir hier? Das ist normally open, das heißt, beim Drücken wird er geschlossen. Und, äh, X, achso, das ist die Lampe in der Mitte. Äh, ja, was ich gerade sehe, das sind einzelne Blöcke. Machen wir mal gerade hier das Kabel ein bisschen auf Seite. Dann. Können wir, denke ich, das ein bisschen besser hier hantieren. So, Rückseite weg. Ähm, was mir hier auffällt, das ist ein modulares System. Wenn wir hier unten reingucken, da haben wir den eigentlichen Knopf. In dem Fall hier den Druckknopf oder hier den Notaus. Und das hier hinten, das sind einfach nur Kontaktblöcke. Das heißt, die kann man auch beliebig kombinieren. Wir könnten also jetzt hier einen von den NCs auch hier drauf klippen wahrscheinlich. Oder den NO hier drauf klippen. Und äh, uns so dann zusammenstellen, was die Schalter können sollen, was nicht. Gerade so normally closed, normally opened. Ist also ein sehr modulares System. Das ist natürlich interessant, wenn man selber irgendwie Maschinen baut oder so. Wenn man da äh, ja, einen Schalter mit der und der Kombination braucht, ne, dann kauft man sich halt die Module und steckt sich das passend zusammen und muss nicht mit irgendwelchen Notlösungen zwischen Logiken oder sowas arbeiten. Das macht das Ganze ja einfacher. Okay, äh, sind auch im Übrigen farbcodiert. Wir sehen hier, die normally closed sind rot, die normally open sind grün. Und äh, ja, ich schätze mal, da gibt es ein komplettes äh, System für. Wie gesagt, das hier war die ZBE 101. Das hier ist die ZBVB1. Das ist die Lampe. Äh, da steht sogar was. Äh, da, 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 was immer. 24 Volt bei 18 mA. Also eine DC-Lampe. Und was haben wir hier? ZBE 102R, ja, das kommt ja hin. 101 normally open, 102 normally closed. Und wie gesagt, alles von Telemechanik. Ich suche mir mal einen kleineren Schraubendreher, um hier die ganzen Drähte abzumachen. Im Übrigen auch, man sieht, schön gemacht hier mit, das ist flexibles Kabel wahrscheinlich mit Litze, oder? Ja, wenn wir hier reingucken, sehen wir ja schon, dass das Litzen sind, also feindrätig. Dann hat man hier eine da endhülse drauf gemacht. Wobei es sogar Klemmen sind, wenn ich richtig vermute, die eventuell auch ohne gehen könnten, weil die so eine Kontaktplatte haben. Aber am Ende es ist es meistens besser, auf so feindrätigen Kraben eine ader endhülse drauf zu machen. Einfach weil es auch das Handling einfacher macht. Dann hat man nicht das Problem, dass beim Reinstecken oder so plötzlich irgendwelche äh, von den Litzen nach hinten wegstehen. Und äh, ja, das ist halt dann eine einfachere Sache. Okay, ähm, gucken wir mal weiter, was wir hier so tun können. Eventuell kann man die auch ausklippen oder so. Na ja, ja, gut, erstmal Schraubendreher. Dann geht's gleich weiter. So, und wenn wir den Kram jetzt weg haben, dann sehen wir auch hier das Konzept. Wenn ich hier unten reindrücke. Nö, sehen wir nicht. Ha, interessant. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass auch hier in der Mitte irgendwas sich nach oben drückt, wo der wo das andere Ding dann interfacen kann. Wobei ich sehe, ah doch, da, da unten. Auf der Kamera sieht man es besser als mit dem Auge. Da sieht man, dass sich da was hochdrückt. Und da wäre dann wahrscheinlich auch die Stelle, wo dann der nächste Kontaktblock reingehen könnte. Was ich aber auch sehe, sind hier zwei Schrauben. Machen wir die doch mal weg. Mal gucken, wie weit wir das Ding zerlegen können. Ah, okay. Damit demontiert man den ganzen Knopf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte eigentlich erwartet, er öffnet das einfach nur. Ja, jetzt ist die Frage, wie der Rest aufgeht. Ich kenne es eigentlich so, dass man vorne das abdrehen kann, aber das sieht hier in beiden Fällen nicht so aus, als ob es dafür ist. Na ja, gut, gucken wir erstmal weiter, was wir noch so machen können. Ich sehe hier irgendwelche Klammern, die kann man doch bestimmt dann irgendwie klippen. Das ist wie so ein Sicherungsautomat. Ja. Und zack, da haben wir unseren Kontaktblock. Yay! Das heißt, wir können jetzt hier unsere Kontaktblöcke mal entnehmen. Und dann sehen wir hier auch unser Konzept. Hier in der Mitte ist das Ding, was hochdrückt. So, und die hier, die haben, ah, so machen die das. Die haben so eine Gabel hier vorne, die dann auslöst. Dadurch, dass es eine Gabel ist, funktioniert es ja in der Mitte sowieso, weil da haben wir ja die komplette Auflagefläche. Und links und rechts, da guckt dann die Gabel auf einer Seite im Prinzip an dem Ding vorbei, an diesem Ring. Aber eine Seite drückt ja noch, das heißt, so wird dann trotzdem noch ausgelöst. Das sollte also alles gehen. Also wird funktionieren, war ja wahrscheinlich auch ein bisschen im Einsatz. Selbes geht dann auch, wie gesagt, mit denen hier. Das heißt, wir können den hier ausklippen und dann haben wir dasselbe Modell in Grün für den Normally Opened. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch genauso ein Normally Opened irgendwie dazusetzen, wenn wir dann sowas hier bräuchten bei diesem Notaus. Auch wenn bei Notaus Normally Open normalerweise keinen Sinn macht, aber. Nee. Man, könnte es, man könnte es halt kombinieren. Genauso wahrscheinlich die Lampe. Oder oh, ist die fix? Das könnte sein, dass die fix ist. Das wäre natürlich sehr schade, also jedenfalls für mich, weil die Lampe ist das, was mich am ehesten interessiert. Ja, so. Jetzt aber. Komm raus. Da haben wir unsere Lampe. Es ist sogar schon eine LED. Mit einem Kondensator davor. Okay. Interessant. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das ein bisschen was anderes ist. Na gut, ich werde den hier auf jeden Fall gleich mal weiter zerlegen, denn 24 Volt ist nicht so dolle. Ich habe die dumpfe Befürchtung, die klappt dann auch nicht mit niedrigeren Spannungen. Wenn ich die auf äh, 3 Volt oder so umgebaut bekommen könnte, dann könnte ich halt direkt einen äh, ESP hier reinhängen. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, was man damit macht. Aber wie gesagt, äh, wieso nicht? Gut, ich suche mal erstmal ein paar Datenblätter, um mal zu lernen, was das hier überhaupt ist. Und dann bauen wir uns mal was Schönes da draus. Irgendwie. Äh, irgendwas fällt uns bestimmt ein. Haha, ha, und da habe ich doch glatt noch einen Logikfehler gefunden in ihrem System. Ich meine, das ist schön, dass man alles hier reinklippen kann. Wenn wir jetzt hier hingucken, wir können jetzt den hier holen, können den hier hinklippen. Und wir sehen hier unten das rote mit diesem Seitenteil, das geht übereinander, deswegen löst er da aus. selbst ist dann auf der anderen Seite, soweit so gut. Aber, haha, ha, ich kann den hier holen und kann den in die Mitte klippen. Ha, und da. Ist nichts, was drücken kann. Das heißt, ich habe jetzt eine Schaltstelle, die nicht funktioniert. Das hätte man doch hier durch irgendwelche Kodierungen verhindern können. Wieso hat man das nicht gemacht? Ich meine, hier passt das nicht rein. <laughs> Gut, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, wer sowas hier zusammensetzt, ist durchaus in der Lage, auch in der Anleitung zu lesen, was kompatibel ist, was nicht. was man wo reinsetzen soll und was nicht. Ähm, Mitte kann man also hier nichts machen, weil es ein Leuchtmelder ist. Da muss zwingend eine LED rein oder halt freilassen für keine Beleuchtung. Aber man kann theoretisch ein falsches Modul auf den falschen Ort setzen. Hm. Und was die hier angeht, ich habe sie nicht losbekommen. Ich sehe allerdings. Dass auf beiden hier irgendwie solche Einbuchtungen sind. Und ich habe irgendwas gelesen von einem speziellen Werkzeug, was so aussieht, als ob das da reingreift. Ich werde es jetzt nicht demontieren. Ich meine, wir wissen ja eh alles, was wir wissen wollten. Von daher, ne, passt schon. Okay, und ich habe jetzt mal hier so die Daten dazu rausgesucht. Erstmal zum Hersteller. Wie gesagt, das Ganze ist von Telemechanik. Und äh, ich war da so richtig, die gehören heute zu Schneider Electric. Und äh, wurden schon 1994 in die Schneider-Gruppe überführt. Das ist auch das, was ich im Kopf hatte, dass das eigentlich schon lange nicht mehr existiert. Aber Schneider hat den Namen weitergeführt und erst 2009 den Kran dann in ihre eigenen äh, Sachen integriert. Das heißt also, bis 2009 stand noch der Name Telemechanik bei denen überall drauf. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass die Dinger hier wahrscheinlich vor 2009 hergestellt wurden. Und äh, ja, äh, auch wenn wir weiter gucken, das Gehäuse hier, das hat ein Marking drauf und das wäre im November 2003, dieses Marking. Das heißt also wahrscheinlich so 2000, Ende 2003, 2004 wird das Ding wahrscheinlich ungefähr von der Zeitspanne her sein. Also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und dafür sieht es halt noch relativ äh, gut aus. Also ich kenne Dinge, die sehen nach einem Jahr nicht mehr so schön aus wie dieses Gehäuse hier. Und auch ähm, ja, das Verbauen von LEDs hätte ich jetzt 2003 noch nicht so erwartet. Okay, machen wir erstmal weiter mit dem, was wir ohnehin schon wissen. Fangen wir mit dem hier an, das ZBE 102. Und wenn wir hier gucken, das gibt es auch noch regulär zu kaufen. Wir sehen hier, etwa 5 Euro kostet der Kram, wahrscheinlich aber ohne Steuer, oder? Ja, zuzüglich Mehrwertsteuer ist halt für Industriebereich gedacht. Das Ganze gehört zum äh, Harmony-System. Da gibt es XP4 und XP5 wohl. 22 mm äh, steht hier, das 22mm bezieht sich hier auf diesen Durchmesser. Und ähm, ja, das hier ist halt so ein Kontaktblock, was der tut, wusste man ja ohnehin schon. Was man hier aber noch schön sehen kann, jetzt ist inzwischen das Schneider-Elektrik-Logo drauf. Das heißt also. Auf jeden Fall nicht das äh, aktuelle System. Haben sie in der Zwischenzeit also tatsächlich geändert. Mal das Datenblatt gucken. Sehen wir hier auch nochmal alles. Und was mich interessiert, hat die Schutzart hier IP20. Wobei sich das nur auf diesen Kontaktblock hier bezieht. Nicht auf den anderen Kram. Speaking of Kontaktblock, was kann denn überhaupt? Steht das hier überhaupt drauf? Äh, da. 240 Volt 3 Ampere steht hier hinten. Mal gucken, was der hier sagt. Dann haben wir hier den Betriebsbemessungsstrom. Jo, 3 Ampere bei 240 Volt. Oder sogar bis 600 Volt hoch wohl. Okay. 0,27 äh, bei 250 Volt. Ah, Moment, das ist DC. DC, okay. Bei DC ist das natürlich was anderes. Äh, so oder so mehr als genug, wenn wir da einfach nur einen Sensor dranhängen wollen. Natürlich nichts, so um eine ganze Maschine zu steuern. Da sollte man dann vielleicht einen Schütz oder sowas dahinter schalten. Oder ich glaube bei Notaus ist sogar so ein, äh, wie hießen die Dinger? Äh, ich müsste gucken, wie sie genau hießen. Das sind diese Notabschalt-Schützgedönse-Relais, die dann Sicherheitsfunktionen auch noch mit dabei haben. Also äh, etwas anderes Kaliber. Gut, der andere hier oben, ZBE 101, der ist wenig überraschend fast dasselbe. Selber Kontaktblock, selbes IP-Rating und auch wenn wir runtergehen, auch 3 Ampere bei 240 Volt. Und wenig überraschend dann auch selber Preis wie der andere. Ein bisschen was anderes ist natürlich die LED. ZBVB1, wenn wir uns die hier angucken, die kommt dann hier rein. Äh, ja, gute Frage. Ist das hier Dauerlicht oder Blitzlicht? Ich gehe davon aus, dass es Dauerlicht ist. Ja, genau. Blitzlicht hat eine andere Artikelnummer. Also haben wir hier Dauerlicht und wir sehen, preislich liegen wir da etwa bei ja, 25 Euro knapp, die wir da haben. Ähm, ach, oh, never mind. 10 Euro. <laughs> das war noch das Blitzlicht, was er da hatte. Also Datenblatt hierzu. Ähm, ja, 24 Volt ACDC bei 50, 60 Hertz. Okay, schön. Aber wenn wir ein bisschen weiter runter gucken, da steht dann auch, was der genau kann. Irgendwo habe ich es gesehen. Ah, hier. Versorgungsspannungsgrenzen. 19,2 bis 30 Volt DC. Also mit 3,3 Volt gibt das Original auf jeden Fall nichts. Schade eigentlich. Interessant bei im Übrigen die Stromaufnahme 18 mA. Also, ähm, wenn das nur eine LED ist und danach sieht es aus, wird die. Ziemlich gedrückt, wobei es ist eine größere, könnte ja eine Art von Leistungs-LED sein. Also lassen wir mal durchgehen. Ja, dann haben wir natürlich noch die Frontelemente. Die habe ich jetzt nicht hier rausbekommen oder irgendwas Sinnvolles da auf der Seite gesehen. Aber wir wissen ja, das ist das Harmony-System. So weit sind wir ja schon. Hier an der Seite kann man eventuell was erahnen. Aber am Ende, wir können es uns ja einfach aus dem Katalog raussuchen, jetzt wo wir wissen, wozu das gehört. Und da gibt es hier so wunderschöne Konfiguratoren, wo man dann genau sagen kann, was möchte man haben. Also Drucktaster, Pilzdrucktaster, Notaustaster, Leuchtmelder, Wahlschalter. Ja, gerade überlegen, wieso das hier gerade kein äh, Bilder hat. Eigentlich müssten die Bilder haben. Machen wir dann so, jetzt sehen wir es auch. Also äh, Drucktaster. Sowas haben wir jetzt nicht. Pilzdrucktaster auch nicht. Den Notaustaster haben wir hier. Den Leuchtmelder, das wäre einfach nur eine Lampe. Das heißt, das, was wir haben, ist dann doch ein Drucktaster, wahrscheinlich in irgendeiner Variante. Äh, Wahlschalter wäre so zum Hin- und Her kippen. Es gibt Mehrfachdrucktaster, so ein Aus. Äh, wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen eng hier in dem Raster. Joysticks, Potentiometer und Spezialzeug für Raumgebungen und Beschriftung. Ich bin da mal durchgegangen. Das erste, was wir haben, ist die ZB4BV013, würde ich jedenfalls vermuten. Das ist eine Harmony XB4. Metall mit einer weißen Blende vorne für universelle LED mit glatter Kalotte. Das heißt einfach nur, dass hier vorne kein Muster drin ist. Und äh, ja, wenn wir mal hier durchgehen, LED Produktkompatibilität mit LED-Modul in weiß, einfache Linse 22 mm. Das ist, denke ich, soweit klar. Preis etwa 6 Euro. Und interessant bei der Sache hier, wenn wir uns das angucken, äh, wo war es, wo war es, wo war es. Genau, hier die Schutzart IP. IP66, IP67, IP69, IP69K. Heißt dann wohl, dass das Ding hier tatsächlich halbwegs dicht ist. Also wahrscheinlich ist das Ding hier dann doch wasserfest. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so wie das hier aussieht. Einfach weil hier der, der Ring dazwischen ist. Aber wenn da unten drin natürlich noch eine Dichtung ist, fine by me. Heißt also. Das Ding ist wasserfest und das Ding ist halt für diese Universalsachen, also hier diese Blöcke gedacht. Ähnlich beim Notaus, das wäre der hier, wenn er lädt. Den habe ich nicht 100% gefunden, aber ich gehe davon aus, dass das hier der Nachfolger ist. Hier ist zwar jetzt auch Schneider Electric eingeprägt, aber von der Breite passt, von der Bedienung, von der Kompatibilität passt es. Chrom beschichtet könnte hier das gewesen sein, auch wenn es schon ein bisschen abgenutzt ist hier. Äh, zum Auslösen drehen in Rot mit Unbeschriftet. Auch das, wenn wir ins Datenblatt gucken, hier, na, ZB4, lasst mal gucken, 40, äh, minus 40 bis 70 Grad und auch der hier IP66, IP69, IP67 anscheinend nicht. Okay. Ähm, de facto, das Ding wird dicht sein. Preis, wie wir eben gesehen haben, in etwa dann, ja, wohl oder übel, 30, 35 Euro. Oh. Wenn wir das dann zusammenrechnen, dann haben wir schon einen Produktwert von etwa 60 Euro, zumindest wenn wir die Dinger neu kaufen würden. Und äh, wir haben ja noch hier dieses Gehäuse von Siemens. Das gibt es in der Form wohl nicht mehr. Aber wenn man mal guckt, dann gibt es den 3SU1802-0AA00-0AB1. Ähm, ja, ich denke, wir können uns darauf einigen, dass das. In etwa der Nachfolger ist, wir haben zwei Löcher für 22mm Bedienteile. Wir haben Beschriftungsöffnungen, die wir auch hier haben. Wir haben dieses halbrunde Design oben und unten mit Dichtung und bla und blub. IP66, IP 67, IP 69 und 69K. Das heißt also auch das Ding komplett wasserdicht. Das Ding, wenn man es im Handel aktuell kauft, die Neuware nochmal 20 Euro. Also der ganze Kram hier 80 Euro, wenn man es neu kaufen würde. Ich habe äh, mit Porto, glaube ich, irgendwie 8 bezahlt oder sowas. Also, ja, wie gesagt, dafür kann man es schon mal holen. So, ich habe jetzt noch zwei Sachen, die ich damit machen will. Nummer eins, irgendwie ein ESP da dran. Und Nummer zwei, ich hätte schon gerne hier irgendwie die LED umgebaut, sodass die mit 3,3 Volt läuft. Nicht, dass man es unbedingt brauchen würde, aber äh, wir gucken mal, ob wir das Ding auseinanderbekommen. Vielleicht kann man da ja noch was drin sehen. Also Augen zu, wenn ihr Industrieleute seid und gerade hier die Dinger nicht beliefert bekommt. Ähm, ich zerlege sie jetzt einfach mal. Das geht schon schief. Äh, ne, schief gehen ist tatsächlich wahrscheinlich das richtige Wort, denn das sieht verschweißt aus. Ne, schade. Ich hätte gedacht, das geht jetzt relativ einfach. Wir können aber hier oben den Bereich ausklippen. Dann kommen wir zumindest mal einen Teil vom Mainboard. Aber, ne, unten drin sehe ich, da sind noch. Dinger, schade. Tja, Umrüstung auf ähm, größere Voltzahl wohl nicht so einfach drin. Es ist schade. Äh, wir sehen aber hier schon mal 1,22, also äh, 1,200, 1,2 Kilo Ohm als Widerstand. Und dann hier dieser Kondensator, der hier noch ist, der wird dann einfach sein, weil das Ding haben wir ja eben gesehen, kann auch AC betrieben werden. Äh, ja, einfach um dann das AC zu glätten. Kriegen wir den auf oder nicht? Oder äh, lasst, lasst mich die Frage umdefinieren. Kriegen wir das irgendwie so auf, dass ich danach wieder halbwegs zusammenkriege oder nicht? Ich glaube, das ist aber eher ein Nein. Schade. Na gut, dann gucke ich gleich mal, ob ich das irgendwie vielleicht angelötet bekomme. Äh, hier oben drin. Und dann lassen wir einfach hier diese Diffusorkappe weg. Wobei, die werden wir wahrscheinlich brauchen, oder? Naja, es ist einfach nur klares Plastik. Von daher hier kann die eh nicht äh, machen. Na gut, ich gucke mal, was ich da dran kriege. So, bevor wir jetzt aber hier irgendwas kaputt machen, würde ich sagen, wir probieren das Ganze einfach mal aus. Also 24 Volt haben wir gesagt. Ne? Gehen wir mal hier ein bisschen was Strom drauf und gucken, was er draußen macht. Noch hier unseren Deckel wieder drauf. Äh, ist das egal, wie rum? Ja, ich denke schon. Ich habe es mir eh nicht gemerkt. Also 24 Volt. Einmal und. Zweimal und jetzt müsste es eigentlich leuchten. Nochmal und ah, ja, okay. Es leuchtet hell, es leuchtet weiß. Es leuchtet vor allen Dingen aber auch nur in eine Richtung, so wie vermutet. Wenn wir hier anmachen, sehen wir von der Rückseite. Na gut, auf der Kamera ist es natürlich heller als im echten Leben. Aber hm. Strom im Übrigen meint mein Netzteil gerade 16 mA bei 24 Volt. Also geht ein bisschen was durch und wie sieht's aus wenn wir das hier einbauen ja sitze ich die Schraube hier verdöselt. Ähm, wie rum war das das war so da eingehakt zack zack gucken wir mal was er da draus macht natürlich hier schlecht an der Welt dran zu halten und gleichzeitig zu drehen aber ja, ich denke man kann erkennen da geht's an selbst hier äh, Obwohl es so hell ist, kann man es noch erahnen. Wir können ja mal hier das Licht ein bisschen runterdrehen. So, wo haben wir die Steuerung? Nehmen wir die hier. So. Dann sieht man da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr und tada! Ja, wir können es also leuchten und blinken lassen. Wunderschön! Ähm, ja, wie gesagt, mir wäre es ein bisschen lieber gewesen, wenn es noch ein bisschen größer wäre, im Sinne von weiter reingehen würde. Aber es ist hell genug und ja, die Stromversorgung, da reden wir da nicht drüber, machen wir ein Auge zu, dass das so viel dann ist, irgendwie mit dem Milliampere. Aber hey, es hat jetzt äh, wahrscheinlich knapp 20 Jahre durchgehalten. Von daher wird die LED nicht so stark belastet sein, dass das wirklich zum Problem wird. Okay, ähm, zerlegen wollte ich es, ne? Wobei, bevor ich jetzt hier anfange, das Ding zu zerlegen, blöde Frage. Äh, wenn wir zu wenig Strom draufgeben, äh, Spannung draufgeben, wie weit geht er denn runter? Ich meine, ich gehe sehr stark davon aus, dass wir nicht auf die 3 Volt kommen, die ich haben möchte, aber vielleicht unter die 19 Volt, die wir da äh, festgelegt hatten. Laut Datenblatt. Gerade mal schauen, ob ich den hier ein bisschen verkabelt bekomme. So, Licht an. Äh, Strom anschalten könnte helfen. So, Licht an. Funktioniert. Das ist jetzt 24 Volt, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3,3. Ah. Äh. Ganz, ganz schwach ist ein Glühen zu erkennen. Wahrscheinlich auf der Kamera gar nicht. Ja, das Licht nochmal ausmachen. Da kann man es, denke ich, erkennen. Da, ein bisschen glimmt bei 3,3 Volt. Aber, ja, wirklich sinnvoll erkennbar äh, bei etwa 4 Volt. Ja. Sag, sagen wir mal, mit 5 Volt kann man es wahrscheinlich noch halbwegs benutzen, auch wenn es deutlich dunkler ist. Aber, naja, gut, 3,3 Volt funktioniert nicht. Also, ich muss tatsächlich umbauen. So ein Pech. LED-Umbauer heißt hier einfach nur, dass ich die Drähte direkt an die LED dran gelötet habe. Äh, kann ich dann direkt an 3,3 Volt hängen, ohne Vorwiderstand jetzt hier. Ist nicht schön, Vorfahrtvoltage Voltage von so einer weißen LED meistens 3, 3,5 Volt. Äh, Ballpark stimmt, dürfte uns zumindest nicht direkt um die Ohren fliegen. Für den ESP hole ich diesmal einen ESP32, nicht wie üblichen 8266. Einfacher Grund, wenn ich das Datenblatt richtig deute, dann können die üblichen gpio pins hier. Einen Source Current von 40 mA und Sync von 28. Das ist zwar jetzt nur die Gesamtangabe, aber ich sehe kein Limit pro Pin. Von daher äh, wird schon passen. Der 8266, der kann 12 mA, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, ja, wir waren ja hier, ich glaube, bei 13 mA. Lasst mal gerade noch mal schauen. Dann messen wir das einfach gerade noch mal nach. Und wenn ich hier dran halte bei 3,3 Volt... 21 mA sogar. Ui, 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 ui. Na gut, äh, ja, 21 mA bei Vollgas. Mehr als beim Original. Das sollten wir dann eventuell ein bisschen dimmen. Aber äh, ja, mehr als 12 mA wahrscheinlich. Von daher holen wir den hier. Passt schon. Und dadurch, dass er halt das alles hat, können wir die Kabel einfach hier dran machen und äh, ja, passt dann schon. Ist nicht schön, aber müsste reichen und dann. Ich glaube, hier ist genügend Platz drin, um das Ding hier drin zu versenken. USB-Kabel rausgucken lassen. Ja, sicher, hier könnte man jetzt auch noch irgendwie einen Akku reinmachen. Okay, den vielleicht nicht. Vielleicht einen etwas kleineren Akku reinmachen und dann Power-Safe-Gedönse. Wird alles hier drin wahrscheinlich funktionieren. Aber wie gesagt, aktuell habe ich keinen akuten Anwendungszweck und müsste man dann halt gucken, was für wo natürlich die sinnvollste Anwendung ist. Jetzt einfach mal was zusammenbauen, dass es irgendwas macht. Und dann ja, gucken wir gleich weiter. Für den Arduino, wie gesagt, ist ein Schnellschuss, also nicht allzu viel rein investiert. Ich habe einen Common Ground geschaffen, das heißt also, zwei von den Normally Closed und der Minuspol von der LED sind zusammen verbunden und direkt auf Ground und dann die andere Seite jeweils einfach an den GPIO. Heißt, wenn ich auf dem ESP den Input Pull-Up anschalte, dann kann ich entsprechend nachprüfen, ob der Taster aktuell nicht gedrückt ist, sprich Low oder ob er gedrückt ist, dann wäre der Pin High. Und die LED, die bekommt den Strom direkt vom GPIO-Pin. Ist nicht schön, aber es müsste zumindest mal leuchten und nicht direkt kaputt gehen. Ja, und da haben wir dann das fertige Gerät, wenn auch aktuell mit USB. Aber wie gesagt, zum Testen reicht das ja. Es steckt ein ESP drin, also ja, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Das kann man jetzt irgendwie per WLAN an die Haussteuerung anbinden und bla und blub. Was man halt vorhat. Aktuell sehr rudimentäres Programm drauf. Das Einzige, was passiert, wenn ich hier drücke, geht die LED an. Und wenn ich hier drücke, geht die LED aus. Mit der Einschränkung, wenn ich den hier mehrfach drücke, dimmt der immer weiter runter. Wir sehen, der geht jetzt hier relativ hell los und je öfter ich drücke, desto dunkler wird's. So, du wirst jetzt äh, nicht mehr so dolle behandelt. Bis es halt nur noch ein bisschen glimmt und äh, ja, dann können wir es dann hier wieder resetten auf hell. Hooray! Äh, ja, so geht es natürlich nicht. Aber ja, ich denke, Prinzip ist klar. Ist jetzt natürlich relativ sinnlos in dem Sinne. Aber wie gesagt, wir können es ja noch an der Haussteuerung dran machen. Und äh, ja, im Zweifel, wie gesagt. Es ist technisch kein großer Aufwand, noch einen Akku reinzusetzen, das Ganze drahtlos zu machen. Könnte man jetzt zum Beispiel hier unten einfach eine USB-Buchse oder sowas reinmachen, USB-C-Buchse rein und dann geht man halt irgendwie einmal im halben Jahr mit einer äh, Powerbank dran und lädt das Ding wieder auf. Sowas ist alles im Prinzip möglich. Gut, ähm, wie gesagt, aktuell habe ich noch nichts da groß mit zu tun, aber hey, war wieder ein bisschen Industrie, die rumlag und wenn was rumliegt, nehme ich es gerne, wenn es günstig ist mit. Werde ich definitiv noch einen Einsatzzweck für finden und bis dahin tut dann der hier, zumindest was die Programmierung bisher hergibt, was es soll.